Moin Leute, so, ja, heute zeige ich euch was ganz Tolles. So, einmal Motor aus. Heute zeige ich euch, wie man einen Laden betreibt. Man kann im Spiel einen eigenen Laden besitzen. Und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Kommt mal mit. So, meistens hinten im Lager befindet sich ein Computer. Hier ein rotes Symbol. Einmal öffnen und voilà. Ihr müsst den natürlich kaufen. Ja, also, sind auch nicht billig. Es gibt verschiedene Läden. Einmal gibt es einen Laden, der dann 70.000 kostet. Es gibt Läden, die 250.000 kosten. Also es ist sehr unterschiedlich. Wofür ihr euch dann entscheidet, liegt bei euch. Aber im Normalfall ist es so, dass die teuren Läden die sind, die in der Stadt sind, da wo viele Spieler sind. Und da, wo niemand ist, die Läden sind günstiger. Ist halt die Frage, wo gehe ich einkaufen? Wo möchte ich sein? Es ist halt echt schwierig, muss man halt selber entscheiden einfach. So, aber wir haben auf jeden Fall den Laden und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr hier so machen könnt. So, ihr könnt einmal hier den Namen eures Ladens eingeben. Ihr könnt eine Farbe auswählen und einen Typ. Das, was ihr auswählt, ist dann später das Symbol, was ihr auf der Karte seht. Ich habe letztens was erzählt von wegen, wie ihr erkennt, wem, ob das, weil ich ja gesagt habe, ihr sollt, es wäre schön, wenn ihr zu Läden und Tankstellen geht, die einem Spieler gehören. Weil das einfach fürs RP schöner ist, als wie zu einer Tankstelle oder zu einem Laden zu gehen, der ein NPC im Prinzip gehört. Abgesehen davon, dass der teurer ist, macht das halt nicht so viel Spaß. So, deshalb geht zu einem Laden, den jemandem gehört. Da ihr ja selber entscheidet, wie euer Laden heißt und wie das Symbol aussieht, könnt ihr auch daran erkennen, ob das ein Spielerladen ist. So, weil eine Standard-Tankstelle heißt Gas Station und ein Standard-Geschäft heißt Market. So, alles andere, also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Autohaus Burns, Aral, alles super, oder eben Diego's Cars oder in dem Laden jetzt hier, warte mal, wo auch immer der jetzt ist. Ah, hier, Matthäus Eckladen, das stimmt nicht. Das war der vorherige Besitzer, aber das ist theoretisch unser Laden. Genau. Daran erkennt ihr, dass das einem Spieler gehört. So. Und geht einfach dort einkaufen. Das wäre schön. So, jetzt zeige ich euch mal, wie hier diese ganzen Sachen funktionieren. Ihr seht hier die Statistik, wie viel Geld ihr insgesamt verdient habt. Das ist das, was ich jetzt das ist tatsächlich das verdiente Geld. Und das ist, was wir ausgegeben haben. Also aktuell haben wir nicht so viel Gewinn gemacht. Wir sehen, wie viel Besucher wir schon da hatten. Also, die nur da waren und mal geguckt haben. Und wie viele Kunden wir haben, also die dann auch was gekauft haben. So, dann sehen wir, wie viele Waren verkauft wurden und wie viele Kilometer wir für den Laden zurückgefahren sind, denn die Waren müssen wir selber besorgen. So, hier sind viele Fragen immer offen, und zwar, wenn der Laden nicht besetzt ist, also wenn ein Spieler zum Beispiel mehrere Wochen nicht da ist, leert sich das Lager wahrscheinlich irgendwann und es ist leer. Das Problem ist, es gibt halt immer wieder mal welche, die aufhören und da ist es halt schön oder längere Zeit nicht kommen. Dann ist es blöd, wenn der Laden leer dasteht und man ihn nicht nutzen kann. Deswegen verkauft sich der Laden irgendwann, also nach 3 Tagen, automatisch. Diese 3 Tage starten aber erst dann, wenn nicht mehr genug auf Lager ist. Ich glaube 50% sind es. Und Lagervielfalt. Lagervielfalt ist damit gemeint, dass ihr viele verschiedene Produkte habt. Das sind 25%. Sprich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Artikel es gibt, aber wenn jetzt zum Beispiel es 100 verschiedene Sachen existieren, die ihr theoretisch reintun könnt, nicht die ihr habt, sondern theoretisch reintun könnt, dann müsst ihr davon 25 Produkte reintun. Also auswählen. So. Ihr seht hier immer, wenn euer Laden bald geschlossen wird, wenn ihr euch nicht
an die Vorgaben haltet. Deswegen schaut immer mal nach und wenn ihr so einen Laden wollt, gebt ihr auch relativ viel Geld aus und dann solltet ihr natürlich auch dahinter sein, den immer gut bestückt zu haben. So, dann gehen wir mal kurz auf Finanzen. Hier sehen wir, dass da relativ viel Geld drin ist. Ich bin ja Diego Salandero. Ich sehe, was verkauft wurde. Ne? Das heißt, ich kann auch sehen, wofür die Leute gerne Geld ausgeben. Und ich sehe, was ich bezahlt habe für die Dinge, die ich halt hier reinbringe. Ja? So, genau. Danach kann man sich ein bisschen richten, ja. Aktuell ist es so, vielleicht kurz was zu den Lebensmitteln. Aktuell sind alle Lebensmittel ziemlich gleich. Später wird es so sein, dass zum Beispiel eine Wasserflasche mehr Durst stillt, dafür, keine Ahnung, eher hungrig macht. Zum Beispiel jetzt, ja. Eine Cola stillt zwar weniger den Durst, füllt aber auch ein bisschen den Hunger. So ungefähr, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wird noch angepasst. Das hat aber jetzt keine Priorität. Deswegen, ja. Deswegen kaufen auch die meisten einfach nur Wasser. Weil es am billigsten ist. Und ja, bei Essen ist es ziemlich egal. So, dann könnt ihr euer Laden upgraden. Geile Sache. Sprich, ihr könnt die Kapazität eures Lagers erhöhen. Immer in 50er Schritten. Ihr könnt die Truck-Kapazität erhöhen. Das muss ich noch anpassen, dass das nicht da unten drüber steht. Das sind einmal 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Das bedeutet, dass euer LKW mehr Platz hat, um Waren zu transportieren. Dann Beziehung, das bedeutet, dass der Einkaufspreis geringer wird. Ja, also wenn eine Salami zum Beispiel 10 Euro kostet, ja, und ihr habt einen 10% Rabatt, dann kostet sie nur noch 9 Euro. So, im Einkaufspreis. So, dann könnt ihr auch Mitarbeiter einstellen, ja, die für euch fahren, den Laden leiten und so weiter und so fort. Dann könnt ihr Aufträge erstellen. Und zwar zum Beispiel. Schauen wir mal ganz kurz, was wir gerade so bräuchten. Zum Beispiel haben wir keine Hamburger mehr. So. Zusteller anholen. Hamburger. Frische. Für Matthäus. So. Dann. Warte mal ganz kurz. Müsst ihr den. Wer, also was ihr dem Fahrer geben wollt, der für euch das holt. So, wir haben hier Burger, die im Einkaufspreis 5 Dollar kosten, das Stück. Jetzt nehmen wir mal an, wir verkaufen den Burger für 10 Dollar das Stück. Und wir wollen, dass der Typ uns 20 Stück holt. So, also wir verkaufen den für 10 Dollar, 20 Stück bedeutet, wir würden 200 Dollar. Nee, 2000. 2000 damit einnehmen. So, das heißt, wir können ihm maximal 2000 geben. Da kommt dann noch eine kleine Gebühr drauf. Also etwa 1500. Damit wir das Produkt noch irgendwie gewinnbringend verkaufen können. Aber der Fahrer, der eventuelle Fahrer, sagt, euer 1500 für ein bisschen Hamburger holen, das mache ich. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel 30 eingebt, steht da, dass das nicht geht. Ja? Also es gibt immer so Vorgaben. Also es darf maximal 20 sein. Und er bringt uns jetzt dann, also wir hoffen, dass uns irgendwann einer für 1500 20 Burger bringt. Ja? Und die Gebühr sind 100 Dollar, wie ihr sehen könnt. So, wenn der die dann bringt, werden die automatisch in den Laden reingelegt. So, wir können jetzt hier bei Hamburger, ja, sehen wir hier aktuell, das ist der Kaufpreis, warte, hier müssen wir hin. So, wir haben Hamburger. Preis, Verkaufspreis ist sogar 50 Dollar für den Burger. Macht aber nichts. Wir schauen mal, ob es funktioniert, 1500 für den. Also da hätten wir auch ordentlichen Gewinn. So. Genau. Also wir zahlen 5 Dollar für den Einkaufspreis. Und jetzt können wir natürlich sagen, oh, wenn wir dann wieder Burger haben, um den Gewinn zu maximieren, machen wir, also wir wollen sie ja auch alle loswerden, ja, machen wir 15 Dollar.
Ah, muss 50 sein. Ja, stimmt, genau. Also der Wert muss bei diesen 50 sein. So, genau. Ich habe nur 50 Scheine gegeben. Lass mich raten, der muss bei 51 sein. Oder weil er schon auf 50 stand? Komisch, ich kann 50 nicht machen. Dann muss ich das auch nochmal anpassen. Genau. Okay, dann sind es halt die 51 Dollar für die Burger. Können wir den Vertrag löschen. Weil wir 20 Stück mal 50. Also wir können da deutlich mehr Geld anbieten. Weil wir relativ viel Geld dafür kriegen. Für die 20 Bürger. Jetzt fällt mir auf, dass ich mich verrechnet habe. 20 mal 50 sind ja nicht 2000 oder sowas, sondern das sind ja nur 1000. Also das wäre das Maximale. Wenn jetzt noch eine Gebühr draufkommt, wäre das natürlich problematisch. Deswegen machen wir 800. So. Genau. Kostet uns das 900. 100 Euro, 100 Dollar Spiel hätten wir dann noch. Und genau. Dann würden wir pro Burger auch ein bisschen Gewinn machen. Ihr müsst das selber ein bisschen ausprobieren, ein bisschen selber rechnen, nehmt einen Taschenrechner. Und ja. Das ist die Variante, die sehr einfach ist, ja, weil ihr selber nicht fahren müsst. Jetzt werden manche sagen, ja, aber da mache ich ja gar keinen Gewinn, das lohnt sich ja gar nicht. Ja, weil ihr nicht selber fahrt. Weil das haben nämlich manche gesagt, so, ja, das ist ja voll bescheuert, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, habt ihr recht. Macht eigentlich wenig Sinn, aber dafür müsst ihr nicht fahren, ihr spart euch die Zeit. Das sind so, ich mache das immer so eine Mischung, ja. Ich lasse ein paar Sachen andere fahren, das ist auch gut fürs RP und ich fahre ein paar Sachen selber. So, zum Beispiel, was brauchen wir? Was können wir brauchen? Hol mal ein bisschen Kaffee. Haben wir eigentlich genug Lager? Genau, wir holen ein bisschen Kaffee. Ne? So. Da. Maximale Menge, 20 können wir holen. Voilà. So, dann müssen wir rausgehen. Draußen wird dann ein Fahrzeug von uns gespawnt, mit dem wir auch einen Schlüssel kriegen. So, und dann ist das zufällig, wo wir hinfahren müssen. Es kann manchmal einfach hier in der, um die Ecke sein. Es kann aber auch hier sein. Es kann auch da sein. Das ist völlig random. Ihr könnt Glück haben. Ihr könnt Pech haben. So. Da sind wir fast. Hat ein bisschen gedauert. So, das, wie gesagt, es kann überall möglich sein. Wenn ihr mal eine Position habt, die irgendwie total unlogisch, scheiße oder was auch immer ist, sagt mir Bescheid, ja. Manchmal muss man was anpassen. Kriegen wir hier so eine Kiste. Wenn ihr eure Truck-Kapazität erhöht habt, fahrt ihr nicht mehr mit so einem kleinen, ja, sondern mit einem tatsächlich mit einem großen Transport. Also der nächste Schritt ist ein größerer Transporter und der nächstgrößere Schritt ist dann ein Truck. Ja. So, jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Da haben wir wieder so einen Spieler, dem alles egal ist, ja. Der keine Angst um sein Leben hat und einfach nur dahin brettert. Ja, muss jeder selber wissen. So, abgeschlossen. Voilà. So, diese Waren werden dann automatisch in euren Store geladen. Wir haben Kaffee bestellt, geholt, ja, trinken. Kaffee 24, 1, 3, 4, 4 waren wohl noch drin. Genau, also 20 haben wir ja geholt. So, das ist unser Kaffee.
Und wir haben den zum Einkaufspreis gekauft, ja. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der Einkaufspreis für Kaffee ist 3 Dollar. Das heißt, wir verdienen pro Kaffee 27 Dollar, wenn wir ihn für 30 Dollar verkaufen. Klar, wir haben noch ein bisschen Spritkosten, Zeit und so weiter. Also Pi mal Daumen, keine Ahnung, 20 Dollar. So, das ist natürlich der ertragreichste Weg, kostet aber halt am meisten Zeit, weil wir halt selber fahren müssen. Hier fährt jemand anderes für uns, das kann uns egal sein, das kann auch erst morgen gemacht sein oder übermorgen oder wann auch immer. Ja? So kann man das auch machen, aber wir verdienen halt so nichts. Deswegen ist immer gut, eine schöne Mischung zu machen, damit einfach, ja, damit einfach das halt mit der Zeit entwickelt. Dass man halt einfach beides einfach hat. So. Genau. So viel zum Laden. Wenn ihr jetzt hier seid und dann ist unabhängig jetzt davon, ob ihr jetzt selber einen Laden besitzt oder weil wir jetzt einfach das Thema Geschäft machen, Stores, könnt ihr hier einfach reingehen. Die Preise sind teuer. Ja. Kurz zur Preisgestaltung mal drauf eingehen, weil jeder wird sagen, was ein Taco 40 Dollar, was ein Sandwich 40 Dollar, was ein Salat 50 Dollar, was ein Burger 60 Dollar. Ja, das ist viel. Ja. Aber es hat seinen Grund. Ich habe mir ja was dabei gedacht. Erstens muss es sich ja irgendwie lohnen für den Verkäufer. Ja, wenn ich im Einkauf kann ich das niedrigste 1 Dollar machen. Ja? Jetzt zum Beispiel bei Wasser. So, oder bei, weiß ich, Burger, 1 Dollar. So. Und jetzt lass den Burger 5 Dollar kosten. 6 Dollar, vielleicht 10 Dollar, wenn es ein guter Burger ist, ja. So. Fahren, liefern, Zeit. So. Jetzt habe ich einen Gewinn von 9 Dollar, wenn überhaupt. Ja, also wirklich sehr, sehr wenig für sehr viel Zeit. Ja. Und das ist nämlich der erste Grund. Ja, also das ist wirklich enormer Zeitaufwand für so Peanuts. So, und dann kommt hinzu, es spielt keine, also für die meisten Spieler, die meisten werden relativ früh sehr viel Geld auf dem Konto haben. Das ist einfach so, weil hier die Zeit viel schneller geht, ja, viel, viel, viel schneller, dazu auch gleich mehr. Und so ein Hamburger für 50 Dollar ist nichts. Ja, das ist eigentlich gar nichts. Wenn der Burger aber nur 5 Dollar kostet, dann interessiert es den nicht. Der muss nicht auf sein Geld schauen. Ja? Das ist, dann kann ich das Essen eigentlich komplett gleich weglassen, weil es dann einfach nur noch, ja, irgendwie im Prinzip, ja. Ja, ist halt ein laufender Posten, interessiert mich aber nicht, weil es ja nichts kostet. Deswegen ist es wichtig, dass es auch im Geldbeutel gesehen wird, wenn ich da jede Stunde mir einen Burger kaufen muss. So, jetzt zur Zeit. Wir haben das so gemacht, dass ein Spieltag, also ein Tag im Spiel, dauert 120 Minuten. So, erstmal so viel dazu. In diesem einen Tag müsst ihr eins, zweimal essen. So, das heißt, ihr gebt etwa 100 Dollar, wenn ihr so einen Burger euch kauft, aus. Ein bisschen Wasser und so weiter, dann lass es, keine Ahnung, 200, 300 Dollar pro Spieltag in-game. Ah, da hat jemand, glaube ich, gerade mal einen Auftrag gemacht. Dankeschön! Schauen wir mal kurz. Nee. Nö. Der ist noch drin. Komisch. Gehen wir mal hier rein. Hatten wir bestellt? Hamburger haben wir bestellt, ne? Nur ist nicht drin. Vielleicht dauert es. Ach, vielleicht muss er erst zurückfahren. Das kann sein. Schau mal, der hält sogar an der roten Ampel hier. Mal gucken. Wenn es jetzt grün wird, fährt er los. Ja, das, liebe Leute, das ist RP. So muss das sein. Ich liebe diesen Typ. Wer auch immer das war. Geile Sache. So, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Genau. So. Das heißt, ihr habt 200, 300 Dollar Kosten an Lebensmittel pro Spieltag. So, jetzt kommt's aber. Jetzt wird jeder sagen, was? 200, 300 Dollar am Tag essen? Boah, im echt gar nicht auszudenken.
Jetzt kommt's aber, jeden Tag, also wenn ein Tag zu Ende ist, ist auch ein Monat vorbei. Also sprich, ihr habt einen ganzen Monat verbracht, sozusagen. Ja, ihr seid einen Monat alt, älter geworden. Das bedeutet, dass ihr in diesen einen Monat, weil da kommt auch immer euer Gehalt. Jeden Monat kriegt ihr euer Gehalt. Also alle 120 Minuten bekommt ihr euer Gehalt. Ob das jetzt Medic ist, Polizei, Mechaniker, was auch immer. Ihr kriegt jeden Monat, also alle 120 Minuten, was ja ein Tag ist, also ein Spieltag, was im Endeffekt auch ein Spielmonat ist, kriegt ihr euer Gehalt. So. Und wenn man das jetzt so sieht, ich muss am Tag, also im Monat, zwei, drei Burger kaufen, bedeutet das, ich habe im Monat an Lebensmitteln 200, $300 ausgegeben. Und das ist nicht viel, wenn man das mal so überlegt. So ein Mensch bezahlt eigentlich, wenn er jetzt immer nur essen gehen würde, also wenn er wirklich immer Burger essen gehen würde, also immer zum Mackey und so weiter, würde man auch 200, $300 im Monat für Lebensmittel ausgeben. Und deswegen passt das. Auch wenn es jetzt so jetzt hier so absurd aussieht, aber das passt tatsächlich. Das ist tatsächlich so in Ordnung. Und ihr werdet es dann auch relativ schnell merken, wenn ihr euer Gehalt kriegt, dann essen gehen müsst, tanken müsst und so weiter, dass eben diese laufenden Kosten nicht nur laufende Kosten sind, sondern dass es auch im Geldbeutel ankommt, dass das wehtut, in Anführungszeichen, aber euch nicht verhungern lässt, das System. So, also ihr kauft euch ständig Waffen und Autos. Genau, ja, wie kaufe ich jetzt Lebensmittel? Kommen wir mal kurz dazu zurück. Wenn ihr jetzt hier so ein Churro oder Sandwich oder was auch immer haben wollt, hier so ein Taco, gebt an, wie viel ihr einkaufen wollt, geht auf Kaufen, du kaufst einen Taco, fertig, wird abgebucht. Ihr könnt hier entscheiden, ob ihr bar oder mit Karte zahlt. Hier sind die Kategorien. Es wird auch noch andere Stores geben, Waffen, also Waffen jetzt nicht, aber Apotheke zum Beispiel wird irgendwann noch kommen. Handwerker, verschiedene Bereiche, was alles halt so noch in der, mit der Zeit anfallen wird. Denn wir werden auch ein Crafting-System bringen, wo auch, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ihr zum Beispiel Wasser trinkt, dann ist die Flasche leer und ihr kriegt die leere Flasche wieder. Diese leere Flasche könnt ihr entweder zurückbringen, ihr kriegt Geld dafür, oder ihr recycelt die selber. Und verwendet das Plastik, zum Beispiel, wenn ihr irgendeinen Beruf habt, wo ihr Plastik braucht, könnt ihr das Plastik dann verwenden und daraus neue Gegenstände erstellen. Zum Beispiel die Plastikflasche wieder mit Wasser befüllen. Denn das wird nämlich auch ein System sein. Das kommt aber viel, viel, viel später. Das dauert noch. Und zwar könnt ihr auch Waren aus dem Inventar hier einfügen. Das heißt, ihr könnt euch den Einkaufspreis sparen. Sprich, diese $20 pro Wodka könnt ihr irgendwann selber, ihr könnt irgendwann Wodka selber produzieren. Kein Witz. Oder Bier oder ein Burger oder Kaffee oder was auch immer. Alles, was ihr hier seht, werdet ihr irgendwann selber produzieren können. Und ihr spart euch diesen Einkaufspreis. Ihr müsst euch dann natürlich überlegen, ob das euch wert ist. Aber zum Beispiel Muffin, ich werfe den Ofen nicht an für einen Muffin, sondern ich werfe den Ofen an für 20 Muffins. Ja. Und dann könnt ihr aus Inventar den Muffin einfügen. Ja. Dann die 20 Muffins aus dem Inventar einfügen. So könnt ihr euer Laden selber befüllen. Später wird es auch so sein, dass es Bäckereien geben wird, die man selber besitzen kann. Bars, Restaurants und so weiter und so fort. Da wird es dann so sein, dass eben das nicht so aussieht, ja, dass ihr hier trinken, Süßes und dann ist hier alles querbeet, ja. Ihr werdet zum Beispiel in einem, weiß ich nicht, in der Bäckerei kein Bier finden, ja, zum Beispiel, ne? Also das wird noch extrem komplex, ja, und wird noch super interessant. Und das Ganze soll nicht so sein, dass ihr da einfach nur klick, 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 fertig, sondern ihr
das ganze System soll so sein, dass es sich aufbaut. Ja, dass ihr euch das alles aufbauen müsst. Und wer sich diese Mühe macht und diese Zeit investiert, boah, da rasen wieder hier Polizei und sonst alles durch die Gegend, dann. Oh mein Gott! Ha! Noch einer. Ach, hey. Hier ist was los. Dann macht sich das irgendwann auch bezahlt. So einfach ist das. Genau. So, habt ihr euch dann ein Lebensmittel gekauft und ihr hattet das noch nie, dann müsst ihr, also mit Tab öffnet ihr übrigens das Inventar, also Tabulator, das neben Q, müsst ihr das hier entdecken. Und dann könnt ihr es essen. Guten Tag. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Gut. Hier war gerade ganz schön was los, du. Ja, hier ist einiges los. Meine Sie Güte. suchen hier einen guten Kunden von mir. Einen guten Kunden von Ihnen. Ja. Ich war gerade eben hinter mir beim Autohaus und ich hatte die Kosten zum Kaffee trinken bei mir. Oha. Ja, und dann bin ich rausgekommen und dann ist er weggefahren. Okay. Also er hat irgendwas angestellt oder was? Ah, der fährt die ganze Zeit schon weg vor denen. Ja. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Viel Spaß. Danke, sie auch nicht. Ciao, ciao. Tschö. Guten Guten Tag. Tag. Na, den frage ich jetzt mal. Herr Officer, was ist denn da los? Wen haben Sie denn da Ja. gejagt? Ja, ich weiß nicht. Irgend so ein Typ im weißen T-Shirt, der fährt schon ewig von uns weg. Eieiei, kriegt ihr den nicht, oder was? Ja, der ist immer weg dann und dann kommt er auf einmal wieder. Und wir hatten ihn schon ein paar Mal fast, aber ja. Ihr schafft das schon. Viel Glück. Danke, danke. So. Herr Officer. Ja. Genau. Ja. So viel dazu. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Habt Spaß.